1:N und M:N-Beziehungen. Das zeige ich am Fallbeispiel einer Access-Datenbank. Hier haben wir jetzt den zweiten Teil, wo es um die praktische Umsetzung geht. Ich tue, um Ihrer Erinnerung weiterzuhelfen, nochmal die Beziehungen zeigen, die wir anzulegen haben. Die Tabellenentwürfe, die setze ich voraus, dass Sie so etwas können. Und deshalb stelle ich Ihnen diese Tabellen auch schon bereit. Wir beginnen dann mit der Anlage der Beziehungen. Und dazu starte ich jetzt Access. So, Access ist geöffnet. Ich erkläre die Ausgangslage, die Mitarbeitertabelle. Die hat schon 65 Datensätze. Da gehen wir einfach mal von aus, dass Sie wissen, wie man solche Daten erfasst. Ich zeige dann auch nochmal die Entwurfsansicht dazu. Sie sehen, die Felder gibt es, wie eben auch in dem Teil 1 schon beschrieben. Die ID ist ein Autowert, wird automatisch vergeben und sie ist dann also auch Primärschlüssel, im Prinzip die Personalnummer. So, das ist hier für die Mitarbeitertabelle zu sagen. Dann gucken wir uns die Seminare-Tabelle an. Da sind 7 Datensätze drin, 7 Kurse, Windows mit 1 beginnen, dann Word-Grundlagen und 7 die Datenschutzgrundverordnung mit entsprechenden Angaben für die Dauer und die Kosten. Könnte man noch sagen, Dauer in Tagen. Schauen wir uns auch die Entwurfsansicht an. Und da sehen wir, da gibt es eben auch keine Besonderheiten. Thema ist ein kurzer Text, Dauer ist eine Zahl mit einfacher Genauigkeit. Das heißt, es gibt auch Nachkommastellen, wenn es ein halber Tag ist. Und Kosten ist Währung. Das ist dazu zu sagen. Das schließen wir jetzt auch. Dann lege ich jetzt mal eine neue Tabelle an. Ich erstelle jetzt die Tabelle Termine. Mache ich über Erstellen Tabelle. Und da schreibe ich jetzt gleich den ersten Termin hier rein. Machen wir es so, wie ich es im Grundkurs gemacht habe. Der 9.3. ist das. 9.3.2018. Und daneben kommt dann noch Seminare-ID. Und da nehme ich jetzt mal gleich den Windows-Kurs. Und dann fehlt jetzt hier noch die Beschreibung der Felder, weil da steht jetzt Feld 1 und Feld 2. Das hier ist aber das Datum und das hier soll der Fremdschlüssel sein, der auf die Seminare verweist. So, ich gehe dann auf die Entwurfsansicht und die soll heißen Termine, diese Tabelle. Ja. Und klicke dann mal auf OK. Und da sehen wir, Datum, Uhrzeit und Zahl steht da schon. So, das, was hier Feld 2 ist, das ist der Fremdschlüssel, SID, Seminare-ID, wo ich dann hinter eine 1 reintrage für Windows-Kurs, 2 für Word-Grundlagen. Und hier, das soll dann Datum heißen. So, und das war's denn auch schon. Ich gehe jetzt nochmal auf die Ansicht. Änderungen speichern, ja. Und da haben wir dann schon für den 9.3. ein Seminar und die SID, Seminare-ID, ist 1. Im Augenblick kann ich hier aber noch eintragen, was ich will. Die Nummern 1 bis 7 für die Seminare gibt es ja schon. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel 11 eintrage, dann wird da keine Reklamation erfolgen. Es gibt keine Verknüpfung zwischen den Tabellen. Die 1:N-Verknüpfung will ich jetzt herstellen und auch gleich mit referenzieller Integrität, dass sowas erst gar nicht passieren kann, dass ich hier also eine 11 eintrage, obwohl es überhaupt kein Seminar gibt mit der ID 11. So, das habe ich jetzt wieder korrigiert. Ich gehe jetzt zu den Beziehungen, Datenbanktools, Beziehungen. Und da füge ich die beiden Tabellen hinzu, Seminare und Termine. Und schließe das. So, dann haben wir hier von
SID, eine Verknüpfung zu den Seminaren mit referenzieller Integrität. Ah ja, Sie sehen, ich habe vergessen, die Termine zu schließen. Das muss ich jetzt nachholen. Okay, klicke nochmal auf Abbrechen. Ich kann natürlich in der Datenbank nur solche Beziehungen herstellen, wenn die entsprechenden Tabellen nicht geöffnet sind. So, jetzt habe ich die Seminare-Tabelle geschlossen und Termin ist auch geschlossen. Jetzt kann ich hier von SID nach ID eine Beziehung aufbauen mit referenzieller Integrität, eine 1:n-Beziehung. Klicken wir jetzt mal auf Erstellen und dann sehen wir das hier auch. Sie sehen, ich kann also dann, weil das in dem Beispiel andersrum angeordnet war, ich kann das also auch nach rechts ziehen. So, jetzt wollen wir auch sehen, ob diese Beziehung auch wirklich die referenzielle Integrität aufweist. Ich schließe jetzt dieses. Änderungen speichern, ja. So, und wenn ich jetzt zu Termine hingehe und erfasse den zweiten Termin, eine Woche später, am 16.03.2018, kann das auch über den Kalender auswählen, wenn ich darauf klicke. Ja, das ist dann noch sicherer. 16.03. Und trage jetzt eine Seminar-ID ein, die es gar nicht gibt. Ich will eigentlich zwei eintragen, lasse aber die 0, die da schon steht, unberücksichtigt. Dann sieht man, das geht nicht, weil es muss eine Beziehung geben. Das heißt, in der Tabelle Seminare muss es schon die ID 2 geben, die hier Fremdschlüssel mit dem Namen SID auftaucht. Also wenn ich da jetzt entferne und schreibe nur eine 2 hin, dann funktioniert das auch. Entsprechend kann ich jetzt die anderen 5 Seminare erfassen. Da müssen wir aber jetzt kein Video bei laufen lassen. Ich habe jetzt die Termine erfasst und Sie sehen, es gibt hier auch schon bei der SID, bei dem Fremdschlüssel, der auf die ID in der Tabelle Seminare zugreift. Da gibt es auch schon eine Wiederholung. Das erste Seminar, was Windows ist, das ist hier wiederholt. Genauso könnte man hier noch eins eintragen am 12.05., eine Woche später, damit man den Überblick behält. 12.05. Und wenn ich da jetzt die 20 eintrage, dann müsste es also ein Problem geben. Ja, genau, weil referenzielle Integrität, der muss in Beziehung stehen. Das heißt, es muss ihn geben, den Satz. Wenn ich da aber eine 2 nehme, dann funktioniert das, weil die steht ja auch schon hier oben. So, das zur Terminetabelle. Jetzt kommt die Verknüpfungstabelle mit dem Namen WBM, Weiterbildungsmaßnahmen, was dann letztendlich die M-zu-N-Verknüpfungen zwischen Mitarbeitern und ihren Seminarterminen herstellen soll. So, ich gehe dann also wieder auf Erstellen. Also erstmal schließe ich das hier. Ist immer gut, man hält den Überblick. Gehe auf Erstellen und wähle da wieder Tabelle aus. Und da schreibe ich dann hier oben gleich mal eine Personalnummer rein, die 1. Und dazu gibt es dann auch ein Seminar, auch die 1, ne, die Mitarbeiterin 1, das war, wer war das? Die Julia Denker, glaube ich. So, da haben wir jetzt was eingetragen und wir sehen, da ist aber jetzt noch gar kein Bezug zu den Tabellen. Das müssen wir jetzt machen. Außerdem fehlen ja noch die Namen. Ich gehe dazu auf die Entwurfsansicht. Und das Ding soll heißen WBM, Weiterbildungsmaßnahmen, und gehe auf OK. Und da sehen wir, da haben wir hier oben die ID, die ist im Augenblick noch Primärschlüssel. Das will ich aber hier ändern. Ich trage hier ein die Mitarbeiter-ID, MAID, und ich trage hier ein die Termine-ID. Ja, und beides sind Zahlen, das ist ja auch schon so richtig erkannt worden, als ich das eben erfasst habe, Typ Long Integer. Aber diese beiden zusammen, die sollen Primärschlüssel sein.
Das wurde jetzt gemacht. Und jetzt kann ich diese Tabelle verknüpfen mit den beiden anderen Tabellen. Aber erstmal muss ich schließen. Änderungen speichern. Ja. So. Bei den Beziehungen, da muss ich jetzt an das denken, was ich vorab in dem ersten Teil schon erklärt habe. Ich gehe hier auf die Datenbank-Tools, wähle die Beziehungen und schiebe das hier mal ein bisschen nach rechts, damit das dann hinterher auch so aussieht, wie wir das gewohnt sind. Sie sehen, das ist also schön elastisch hier. Tabelle anzeigen, wähle ich erstmal Mitarbeiter aus, mache das ein bisschen größer, aber das soll jetzt noch nicht so wichtig sein. Und auch die WBM-Tabelle füge ich hinzu. So, kann man noch ein bisschen größer machen, damit das also auch schön aussieht. Die Mitarbeiter-ID, die verbinde ich hier mit der ID bei Mitarbeiter und stelle auch gleich referenzielle Integrität ein. Und hier verbinde ich TID mit der Termine-ID und stelle auch referenzielle Integrität ein und klicke dann mal auf Erstellen. Das war's auch schon. Jetzt kann ich hier die Weiterbildungsmaßnahmen erfassen. Ich schließe dazu erstmal diese Beziehungen, Änderungen speichern, ja, und gehe auf WBM. Und da sehen wir, ein mit der ID 2 gibt es schon. Normalerweise müsste mit 1 anfangen, aber das ist hier in der Spalte ID auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich bei jedem neu erfassten Datensatz sehe, dass die ID größer ist, also bei den später erfassten. Mitarbeiter-ID kann also auch wieder sein, wenn ich jetzt daran denke, Mitarbeiter-ID 1, das war die Huber Luise, glaube ich, und die hat in der Übung, hat sie den Kurs, die Termin-ID 3 zugewiesen bekommen. Das war also dann wohl Excel. Und Datenschutzgrundverordnung hat sie auch bekommen. Sie sehen, das kann ich also hier einfach so eingeben. Wenn ich da jetzt gleich was eingebe, was es nicht gibt, eine Mitarbeiter-ID zum Beispiel 111, die gibt es nicht. Und das werde ich also gleich sehen, wenn ich hier jetzt was zuordne. 3 wäre die nächste Mitarbeiterin. Und da sehen wir, Datensatz kann also nicht hinzugefügt werden, weil ein Datensatz in der Tabelle Mitarbeiter mit diesem Datensatz in Beziehung stehen muss. Also das hier ist kein gültiger Mitarbeiter, keine gültige Mitarbeiter-ID oder Personalnummer. Aber wenn ich dann eine 2 eintrage, dann geht das. Ne? Und jetzt tragen wir auch gleich für die Personalnummer 2. Das war wohl die Julia Denker, aber das muss ich mir jetzt noch im Kopf merken. Da gibt es aber bald eine andere Lösung. Die hat den Seminartermin 4 besucht, was Excel war. Und so weiter. Jetzt könnte ich also hier noch den Konrad Rennert mit 11 angeben. Der ist also mit der Personalnummer 11 vertreten und ein Termin-ID. Da hat er also besucht, auch Excel. So, das ist also jetzt soweit geglückt. Jetzt kommen wir dann dazu, wie kann ich das sinnvoll darstellen, damit ich auch sehe, wer ist denn das mit der Personalnummer 11 und welcher Termin ist das denn mit der Nummer 3. Dazu legen wir dann die entsprechenden Abfragen an. Dazu schließe ich zunächst die Tabelle WBM und erstelle einen Abfrageentwurf. Und da nehme ich hinein die Termine und die Seminare und schließe dann hier, kann das noch ein bisschen auseinanderziehen. Unten will ich haben die ID, die SID, das Datum, Thema, Dauer und Kosten. Schaue ich mir das mal an. So sieht das jetzt aus. Die ID geht dann als Fremdschlüssel
in der Tabelle WBM ein. So, das soll jetzt gespeichert werden. Ich schließe das. Änderungen speichern, ja. Das Ding bekommt in den Namen QRY Seminartermine. So, jetzt soll QRY-WBM, also die Abfrage für die Weiterbildungsmaßnahmen mit den Daten zur Erläuterung bei der Erfassung, soll jetzt erstellt werden. Dazu gehe ich zu erstellen, wähle auch wieder den Abfrageentwurf und hier füge ich jetzt alle vier Tabellen hinzu. Mitarbeiter, nehmen wir gleich die Weiterbildungsmaßnahmen, dann stehen die auch schon an der richtigen Stelle. Dann die Termine und die Seminare. Und dann schließe ich das. Man sieht es hier oben an der Ansicht, hier ist eine Linie, die gehört da nicht hin. Die ID wurde mit ID verbunden. Das will ich aber nicht als 1:1 Verknüpfung. Das macht keinen Sinn, deshalb drücke ich die Entfernen-Taste. So, das ist jetzt erstmal der Struktur, die wir hier oben haben. Jetzt muss ich auswählen, welche Felder will ich dann hier unten sehen. Sehen will ich auf jeden Fall die Mitarbeiter-ID vorne. Dann kommen hier aus der Tabelle Mitarbeiter der Nachname, der Vorname und die Abteilung. Das reicht dann schon, um zu sehen, ob die Mitarbeiter-ID die richtige ist. Dann kommt die Termin-ID und dazu kommt das Datum. Thema und Dauer und Kosten kann ich auch noch nehmen. Dann schauen wir uns das mal an in der Ansicht. Und da sehen wir schon, der Rennert hat ja schon ein Seminar hier eingetragen und der kriegt jetzt gleich noch eins. Wollen wir mal sehen, ob das passt, die 11. Der bekommt auch den Kurs Access, 4 wäre das. Und Sie sehen, wenn ich da jetzt vergesse, die 0 zu löschen, dann geht das nicht, weil es muss einen passenden Termin geben. Zur Termin-ID 40 gibt es nichts, aber die 4, die müsste es geben. Und da sehe ich, da ist auch Access. Einen können wir noch machen. Gehe nochmal hin. Ich weiß ja, 11 ist meine Personalnummer und der Rennert hat auch DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, besucht. Und das ist auch eingetragen. Nur jetzt sehe ich es erst hinterher. Ich möchte das aber auch schon gleich beim Eintrag wissen. Und das ist dann der Grund, warum ich diese Abfrage hier speichern sollte als QRY-WBM. Und darauf aufbauend wird dann ein Formular angelegt. Erstmal schließe ich das. Änderungen speichern. Ja. QRY-Query, Abfrage, WBM. Weiterbildungsmaßnahmen. Okay. Jetzt fehlt noch das Formular mit den Eingabehilfen, damit ich schon im Vorhinein weiß, welche Personen, welche Mitarbeiter, welche Seminartermine besuchen und ich nicht nur Nummern eingebe und das praktisch im Blindflug mache. Dazu gehe ich jetzt zunächst auf die Abfrage QRY-WBM, die Abfrage, die Weiterbildungsmaßnahmen, die wir ja gerade angelegt haben. Gehe dann auf Erstellen und da wähle ich jetzt aus den Formularassistent. Damit geht das am komfortabelsten. Und da überlege ich, welche Felder ich brauche. Brauche eigentlich alle, deshalb übernehme ich die nach rechts. Gehe dann auf Weiter. Da wird gefragt, wie die angezeigt werden sollen nach WBM. Das passt, kann ich auch mit Weiter bestätigen. Und das will ich aber nicht als einspaltige, sondern als tabellarische Aufstellung haben. Tabellarisch, im Prinzip wie bei der Abfrage ja eben auch schon zu sehen, nur mit den Kombinationsfeldern dann hinterher noch oben rüber gesetzt. Gehe dann auf Weiter und da kann ich jetzt einen Namen eingeben, WBM-Erfassung mit Eingabehilfe. So, das habe ich eingegeben, klicke dann auf Fertigstellen.
Und da sehe ich auch schon, es passt fast alles, außer dass das Datum hier mit Rauten angezeigt wird. Das heißt, die Spalte ist nicht breit genug. Das kann man zunächst mal in der Entwurfsansicht ändern. Gehe dazu bei Ansicht auf Entwurfsansicht und schiebe die Felder nach rechts, die da im Wege sind, und mache dann sowohl das Bezeichnungsfeld als auch die Daten ein bisschen breiter und schaue mir das nochmal an. So passt das. Ich kann hier die Daten, die erfasst werden sollen, dann noch farbig hinterlegen, also hier die Spalte Mitarbeiter-ID und Termine-ID. Die sollen gelb und grün werden, wie das ja auch schon beim ersten Teil zur Erläuterung geschehen ist. Dazu gehe ich nochmal auf Datei, nicht auf Datei, auf Entwurfsansicht, wähle aus dieses Feld MAID, gehe aufs Eigenschaftenblatt und da wähle ich bei Format aus Hintergrundfarbe. Und da nehme ich hier gelb und hier bei der Termine-ID, da wähle ich grün aus. So, schauen wir uns das nochmal an. So, die beiden farbigen Dinge, die muss ich erfassen. Die anderen Informationen, die werden mir automatisch geliefert. Die sind ja hier nur zur Information. So, damit ich jetzt die Kombinationsfelder passend zuordnen kann, gehe ich wieder auf die Entwurfsansicht und mache das Eigenschaftenblatt erstmal weg. Schaffen wir oben ein bisschen mehr Platz, damit ich hier dieses nach unten schieben kann. Das war jetzt. Überschrift wollte ich nicht mitschieben. Aber Sie sehen, kann man also auch passend schieben und auch ein bisschen verkleinern, damit es keine Überschneidungen gibt. So, das ist jetzt erstmal die Vorbereitung. Jetzt kommen die Kombinationsfelder. Kombinationsfelder, die nehme ich hier bei den Steuerelementen. Da gibt es, hier ist das Kombinationsfeld, steht auch dran. In der Quick-Info und da mache ich eines hier hin. So, da haben wir es. Und da steht hier, das Kombinationsfeld soll die Werte aus einer Tabelle oder Abfrage abrufen. Genau das ist es. Gehe auf Weiter und da nehme ich die Tabelle, klicke auf Weiter. Da wähle ich jetzt aus der ID, den Nachname, den Vornamen und die Abteilung. Dann gehe ich auf Weiter. Und dann kann ich hier noch wählen, wie die sortiert sein sollen, nach Nachname, wenn es den mehrfach gibt, was ja bei den 65 Namen schon vorkommt. Dann kann ich da noch eingeben, wie die sortiert sein sollen, Nachname, Vorname, dann ID oder Abteilung, kann man sich also aussuchen. Vielleicht ist Abteilung informativer, aber das ist jetzt nur Information für denjenigen, der die anklickt über dieses Kombinationsfeld. So, dann gehe ich auf Weiter. Schlüsselspalte will ich hier sehen. Dann sehe ich nämlich auch die Mitarbeiter-ID. Kann das hier auch noch ein bisschen schmaler machen. Da sieht man, da tauchen die alle auf. Unten müsste auch irgendwo die 11 sein. Da ist er auch mit meinem Namen. So, das passt soweit. Gehe auf Weiter. Dann welche soll ausgewählt werden, die übergeben wird? Die ID, die soll bei Mitarbeiter-ID rein. Gehe also auf Weiter. Und dann wird Speichern in Feld. Jetzt kommt's, wo man aufpassen muss. Die ID aus der Mitarbeitertabelle ist hier Mitarbeiter-ID, MAID. Und da soll sie auch gespeichert werden. Gehe ich auf Weiter. Und die Beschriftung brauche ich eigentlich nicht, weil die soll ja entfernt werden, weil wird auch gelb gemacht, dann kann man sofort sehen, hier oben das Kombinationsfeld gehört hier unten zur
Mitarbeiter-ID. Dann gehe ich mal auf Fertigstellen und entferne hier die Bezeichnung. So, dann kann ich das hier noch schön gelb machen über die Eigenschaften. Und da haben wir ja auch hier irgendwo die Farbe wieder. Da ist sie. Und da wird das auch gelb gemacht. So, glaube ich, ein leicht anderer Gelbton, aber ich denke, das werden die Betreffenden, die das dann hinterher nutzen, schon erkennen. So, das war der erste Teil. Jetzt kommt das zweite. Nehme also nochmal so ein Kombinationsfeld für die Termin-ID. Da ist es. Kommt hier hin. Und ich nehme wieder Tabelle oder Abfrage. In diesem Fall ist es dann die Abfrage QRY-Seminartermine. Gehe also auf Weiter. Da ist sie, QRY-Seminartermine. Weiter. Und da übernehme ich alles. Gehe auf Weiter. Kann jetzt sortieren nach Thema. Reicht. So, das reicht. Dann gehe ich auf Weiter. Und da kann man hier die Spaltenbreite noch so ein bisschen anpassen. Und Dauer ist auch ein bisschen breit. Thema auch. So, das soll dann reichen. Gehe auf Weiter. Verfügbare Felder. Alle. Und das Kombinationsfeld soll die ID beinhalten und da soll gespeichert werden in TID. Das ist ja hier der Fremdschlüssel, der nötig ist. Gehe auf Weiter. Da wird mir wieder ein Name vorgeschlagen, den ich gleich lösche. Ich lasse es jetzt mal bei Fertigstellen und kann die Bezeichnung gleich entfernen. Und das soll dann hier unten auch, soll das auch wieder grün werden. Hintergrundfarbe grün. Und jetzt schauen wir uns das an, wie das aussieht. Gehe auf die Formularansicht. Und da sieht man, Huber, na, da ist schon eingetragen. Hier sehen wir, wenn das also hier ausgewählt ist, auch beim Rennert, ja, da sieht man sofort, hier oben ist die passende Personalnummer und auch die Termin-ID, die ist eingetragen. Jetzt ist noch ein Schönheitsfehler da. Ich muss ja jetzt immer sicher sein, dass ich hier unten stehe. Wenn ich da jetzt für den Rennert noch ein Seminar erfassen will, der hat ja jetzt schon 3, 4 und 7 hat er schon, aber er soll noch das 5. bekommen. Dann kann ich hier hingehen, kann schauen, der Rennert alphabetisch kommt er im Alphabet hier sehr weit unten. Da muss er stehen, da ist er, der Rennert. Und der bekommt jetzt noch ein Seminar. Und zwar, wenn ich jetzt mal eins vergebe, was es schon gibt am gleichen Tag, beispielsweise die 3, da müsste gemeckert werden. Genau, das meine ich, weil doppelt vergeben. Aber die 4, die müsste gehen. Das heißt, die 4 geht auch nicht. 3, 4 und 7 hat er ja schon. Dann geht aber 5. PowerPoint. So, und jetzt könnte ich gleich den nächsten erfassen. Eine Sache wäre wichtig. Dieses soll ja nur zur Erfassung der Weiterbildung dienen. Und da bietet sich es jetzt an, und das will ich Ihnen auch noch zeigen, dass das ganz einfach geht, ein Makro einzubauen, was sicherstellt, dass man hier sofort beim Aufruf des Formulars beim neuen Datensatz ist und nicht versehentlich die vorhandenen Datensätze überschreibt mit anderen Mitarbeiter-IDs oder anderen Termin-IDs. Wie mache ich das? Ich gehe wieder auf den Entwurf, wähle dort die Entwurfsansicht,
gehe hier irgendwo hier im Formularfuß hin, dann ist das ganze Formular ausgewählt und dann klicke ich hier auf Ereignis beim Anzeigen oder beim Laden. Also ich will hier mal beim Anzeigen, wenn es angezeigt wird, dann soll nicht eine Ereignisprozedur, sondern ein Makro aktiv werden. Dazu gibt es den Makrogenerator. Ich klicke auf OK. Und da wähle ich aus bei Anzeigen, gehe zu Datensatz. Weiter unten. Hier sind also die ganzen Befehle. Gehe zu Datensatz. Und da wähle ich zunächst aus, dass das gelten soll hier in dem Formular. Das Formular hat auch einen Namen, der WBM-Erfassung mit Eingabehilfe. Und gehen soll ich zum, nicht zum nächsten Datensatz, sondern zum neuen Datensatz. Neuer steht da. So, das ist es auch schon. Und das passiert also jetzt immer beim Öffnen des Formulars, dass ich gleich beim neuen Datensatz bin. Klicke auf Schließen und gehe dann auf Ja und teste das jetzt. Schließe erstmal alles. Änderungen speichern, ja. Jetzt kommt der große Test. Ich klicke hier drauf. Und da sieht man, ich bin mit den Eingabemöglichkeiten gleich hier unten, sichtbar an dem Symbol hier, was den Datensatz anzeigt, wo ich gerade stehe. Und da kann ich mal die 12 wählen, die Schluckebier Magdalene, die bekommt auch erstmal einen Windows-Kurs. Ja. Und am 9.3. So, und so weiter. Wenn ich dann zum nächsten Datensatz gehe, die bekommt dann also auch gleich einen Word-Kurs. Kann ja also auch gleich eine 12 eintragen. Sehen, wenn ich das schon weiß, dann brauche ich gar nicht oben auswählen. Wenn ich weiß, der Word-Kurs, der hat die 2, dann geht das auch. Dann sieht man hier, da steht's. Wenn sie aber nicht einen Word-Kurs haben soll, sondern Excel, und ich weiß nicht, dass das die 3 ist, dann kann ich hier oben hingehen und wähle hier aus 2.4.2018. Da ist also hier der Excel-Kurs und schon ist der eingetragen und wir können dann den nächsten erfassen. Soweit zur Erfassung mithilfe eines Formulars. Und Sie haben dabei auch gleich gesehen, man kann interessante Dinge einstellen mithilfe des Makrogenerators, zum Beispiel, dass dieses Formular beim Öffnen auch gleich so eingestellt ist, dass man einen neuen Datensatz erfasst. Das können wir noch einmal sehen. Das war zu zeigen. Sie sehen, der Cursor blinkt hier unten, wo ich dann gleich die Mitarbeiter-ID eingeben kann. Oder ich kann sie natürlich auch oben über das Kombinationsfeld auswählen. So viel dazu. Den Stand der Datenbank, wie er eben zum Schluss gezeigt wurde, den können Sie herunterladen von dem ZIP-Archiv, was Sie auf meiner Webseite konradrennert.de/Sprechstunden finden. Dort ist der Stand vom Anfang als auch der Stand vom Ende jeweils in der Datenbank enthalten. Damit können Sie experimentieren und die Übung nachvollziehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.